So, pünktlich 15 Uhr. Wir fangen auch ganz pünktlich an. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie sind in der Veranstaltung Welcome Fest Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften. Ja, letzte Chance, den Raum zu verlassen. Alle sind richtig. Wir, die Studiengangsleitung, der Herr Professor Schander, ich, der Herr Wellisch und die Frau Sussmann, begrüßen Sie ganz herzlich zu dem Welcome Fest. Was wir heute alles besprechen und so, kommt gleich. Ich möchte bloß schnell übergeben, weil wir eine kleine Terminkollision haben, an die Dekanin der Fakultät für angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, an der dieser Studiengang aufgehängt ist. Sie hat sich nämlich bereit erklärt, ein paar Grußworte an Sie zu richten. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Bitte. Ja, ein herzliches Willkommen von mir, auch im Namen der Hochschule Rosenheim. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, dass Sie sich für den Studiengang Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften interessieren. Fakultät, jede Hochschule ist in mehrere Fakultäten aufgeteilt. Bei uns sind das 8 Fakultäten. Und in der Fakultät Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften ist eben der Studiengang Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften beheimatet. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich für diesen Studiengang interessieren und angemeldet haben, weil das so eine wunderschöne Kombination ist, finde ich, aus einem sehr logischen Fach, Mathematik, im Grunde sehr abstrakten Fach, und der Anwendung dann in der Wirtschaft. Und da gibt es ganz spannende Anwendungen. Wir hatten vor wenigen Wochen noch den Beraterkreis hier. Beraterkreis, das ist ein Gremium von Vertretern aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, zum Beispiel Versicherungsunternehmen, die immer wieder regelmäßig kommen und mit uns im Dialog sind und sagen, ja, das passt nicht, auch da müssen wir jetzt noch die und die Inhalte vielleicht im Studium unterbringen. Und die haben sehr positiv uns Rückmeldung gegeben, haben gesagt, die Absolventen, die hier von Rosenheim kommen, die nehmen sie wahnsinnig gern, die sind nämlich sehr gut ausgebildet. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, und dieses Lob kann ich eben an die Studiengangsleiter weitergeben, denn das bedeutet natürlich, dass die Ausrichtung des Studiengangs wirklich sehr gelungen ist und dass Sie, wenn Sie dieses Studium durchlaufen und fertig sind, abgeschlossen haben, extrem gute Berufsaussichten haben. Sie werden jetzt in der nächsten Stunde noch ein bisschen mehr zu den Inhalten hören und vor allen Dingen auch Ihre Fragen stellen können, was Sie vielleicht noch wissen möchten. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen zum 2. Oktober. 1. Oktober ist Sonntag, 2. Oktober ist Montag. Da fängt dann das Studium wirklich an. Da bekommen Sie dann wirklich nochmal die ganz genauen Details, wie das hier alles läuft an der Hochschule. Ja, und da freue ich mich, dass ich Sie dann nochmal ganz herzlich begrüßen kann. Derweil überlasse ich den Herren Kollegen Professor Wellisch und Professor Schander hier das Mikrofon, um zu erklären, was es in dem Studiengang alles für Themen gibt und was Sie da Spannendes erwartet. Ich wünsche Ihnen da noch eine gute Stunde. So, jetzt dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Viktor Schandor, ich bin einer der Studiengangsleiter und ich stelle mich jetzt mal ganz kurz vor. Ich bin hier in Rosenheim seit ungefähr 12 Jahren, Professor für Mathematik, und wir haben zusammen den Studiengang Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften aufgebaut. In meinem früheren Leben, also vor Hochschulleben, war ich in einer Rückversicherung tätig. Rückversicherung, können Sie sich vorstellen, das sind Versicherer der Versicherungen. Das heißt, beispielsweise jetzt ist bald Hochwasser angesagt, da werden Schäden entstehen, und da gibt es beispielsweise eine Versicherungskammer Bayern, die wird viele Schäden haben, und zwar so viele, dass möglicherweise eine Rückversicherung einen Teil dieser Schäden übernimmt. Und ich war in so einer Rückversicherung und ich habe kalkuliert, wie viel muss man ungefähr nehmen für den Fall eben Überschwemmung, für Autoschäden und so weiter. Und das ist eine sehr mathematische Sache, denkt man gar nicht. Das heißt, meine Ausbildung her, ich bin Mathematiker, habe an der LMU München studiert, Mathematik, und habe im Bereich mathematische Physik letztlich promoviert. So, was erwartet Sie heute? Also wir haben Sie alle angeschrieben, weil Sie sich beworben haben. Alle, die sich beworben haben, haben wir angeschrieben und bieten noch eine weitere Informationsveranstaltung an. Vielleicht waren manche von Ihnen schon an einem Studieninfoabend oder Schnuppertag. Ist es der Fall? War jemand schon Studieninfoabend? Sie?
zwei, drei. Okay, für Sie vier ist es eine willkommene Wiederholung. Sie können das verfestigen, den Stoff. Aber Sie können vielleicht haben Sie neue Fragen, die Sie stellen können. Sie werden vieles natürlich wieder erkennen. Es geht wirklich um die Inhalte. Es geht darum, Ihnen die bestmögliche Information noch zu liefern für Ihre Entscheidung. Was erwartet Sie? Wir werden ungefähr vorstellen, was wir unter Wirtschaftsmathematik verstehen. Dann kommt in dem Namen des Studiengangs Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften das Wort Aktuar vor. Aktuar ist meistens nicht so richtig bekannt, was das ist. Wir werden Ihnen das kurz vorstellen, was ein Aktuar ist, was der macht. Dann geht es darum, hat ein Mathestudium überhaupt Zukunft? Also ein Einwand, den ich öfter gehört habe, als ich Mathe studiert habe, war, ist doch schon alles gerechnet, braucht man doch nichts mehr. Ja, also dem wollen wir natürlich entgegentreten und Ihnen zeigen, dass man sehr wohl sehr vieles machen kann mit unserem Studium. Und dann werden wir auch nur kurz sagen, was beispielsweise im Job zu machen ist, was man da machen kann. Und last but not least, welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen? Das ist der Abschluss. Sie sollten bitte fragen. Also wenn Sie Fragen haben, jederzeit melden Sie sich. Wir haben auch Studierende hier des Studiengangs, also mindestens einer, der Herr Wolf. Sind noch welche da? Nachher. Nachher kommen noch ein paar. Das heißt, nach diesem Vortrag, wo Sie fragen können, im Publikum können, gehen wir nachher in den Erbau rüber. Da gibt es ein paar Brezen und etwas zum Trinken und da können Sie dann nochmal weitere Fragen stellen, auch an weitere Studierende, die dort sein werden. Also noch drei sind es. Das heißt, insgesamt werden Sie uns haben und noch Studierende, wo Sie Ihre ganzen Fragen loswerden können. Ja, Sie wollten sich... Nein, also der Stundenplan steht nicht fest. Das wird erst in den nächsten, wenn Sie den Stundenplan meinen, ja? Ja, der steht noch nicht fest. Das ist in Machen, das wird erst im August, Mitte August oder so sein. Okay, jetzt übernehme ich. Mein Name ist Wellisch. Ich habe es vorhin ja ganz kurz gemacht, weil eben, wie gesagt, die Dekanin noch zum anderen Studiengang muss, der auch bei unserer Fakultät angesiedelt ist. Noch kurz zu meiner Person. Also ich begrüße Sie jetzt erst noch mal ganz herzlich von der Studiengangsleitungsseite her. Herr Schandler und ich, hast du gesagt, haben diesen Studiengang aufgebaut. Ich habe auch Mathematik studiert, auch an der LMU in München mit Nebenfach Physik. Habe dann hauptsächlich in Richtung mathematische Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie und so gearbeitet. Promoviert, war dann bei einem Erstversicherer, also Herr Schandler beim Rückversicherer, ich beim Erstversicherer. Habe da am Ende als Referatsleiter gearbeitet für ein Referat, das statistische Methoden entwickelt. Data Mining hieß es damals auch schon. Also im Großen so Datenanalysen durchgeführt hat. Vielleicht, bevor ich zu der Folie gleich komme, noch mal ganz kurz heute, was ist die Intention dieser Veranstaltung? Noch mal eine Information. Ja, wir wollen natürlich Werbung für den Studiengang machen. Wir wollen aber andererseits auch Ihnen noch mal helfen, wenn es vielleicht doch nicht das Richtige wäre, dass Sie einfach noch mal Informationen bekommen, was verbirgt sich hinter dem Studiengang. Sie können sich untereinander schon ein wenig kennenlernen. Sie können nachher ein bisschen ungezwungener dann mit uns sprechen. Vielleicht sind auch noch Kollegen da oder eben Studenten da. Und einfach wirklich nochmal Fragen stellen, wenn Sie dann Ihre Entscheidung endgültig treffen. Ja? Und deswegen zunächst mal diese Sachen hier, nämlich wirklich Inhalte vom Studiengang, dass wir uns das nochmal genauer anschauen. Wer die Folien schon mal gesehen hat, kann ja nochmal drüber schauen und gerne auch dazwischen nochmal Fragen reinstellen. Wirtschaftsmathe ist ein Mathe-Studiengang, ja, und der Fokus ist eben die Anforderungen, die in der Wirtschaft für Mathematik da sind, im beruflichen, im praktischen Umfeld eben. Ja. Aktuarwissenschaften, das ist noch dieser Beiname, Herr Schandler wird nachher noch auf den Begriff Aktuar genauer eingehen, das ist ein spezieller Wirtschaftsbereich, also Wirtschaft ist ja groß, es gibt Automobilwirtschaft, Energiewirtschaft oder eben Finanz- und Versicherungswirtschaft. Und das ist der Bereich, den wir sozusagen da speziell rausgegriffen haben. Die Studiendauer ist, wie jeder Studiengang, an einer Hochschule für angewandten Wissenschaften 7 Semester. Da ist ein praktisches Semester dabei, 6 theoretische. Und die Lernziele sozusagen, die im Studiengang
dabei sind, sehen Sie hier oben. Das ist mathematische Arbeitsweise und mathematische Grundlagen. Ja, gerade diese Arbeitsweise, mathematische Arbeitsweise, das ist ein Punkt, den sehr viele Unternehmen dann schätzen. Also es geht weniger wirklich um die mathematischen Inhalte, was man da speziell an Mathe kann, sondern es geht darum, dass wenn man sich in einem Studium in Mathematik beschäftigt, dass man eben eine bestimmte Arbeitsweise bekommt, ja, die ist gründlich, die ist genau, die hinterfragt und so weiter und so fort. Dann lernt man aber eben Theorie und Anwendung von angewandten mathematischen und statistischen Verfahren. Also das sind dann wirklich mathematische, statistische Methoden, die in der Praxis zum Einsatz kommen. Ja, das Thema ist riesengroß und wird immer größer, auch in Richtung moderne Datenanalyse, so Data Science wäre da so ein Stichwort. Dann lernt man Spezialkenntnisse für den Bereich Finanz- und Versicherungswirtschaft. Das ist eben dieser Fokus, auf den der Studiengang in der Anwendung dann sich konzentriert. Man lernt, wie man IT-Technologie einsetzt, also Umgang mit dem Computer. Und man lernt, das ist vielleicht ein Unterschied zu Universitäten, auch berufsqualifizierende Kenntnisse, die über die Fachthemen hinausgehen. Also zum Beispiel haben Sie bei uns Englischvorlesungen, also Sprachen, oder Sie haben eine Vorlesung oder eine Art Workshop auch zu Kommunikation. Ja? Also das wäre mal grob die Punkte, die da vorkommen. Andere Richtung. Jetzt ein bisschen schematischer aufgebaut, nämlich unterteilt in die Säulen, Bereiche, Beispiele, Ziele. Ja, also Bereiche, Mathematik, Grundlagen, das wiederholt jetzt das ein bisschen, was wir gerade schon hatten auf der Folie. Und da wäre ein Beispiel so eine Vorlesung wie Analysis oder Wahrscheinlichkeitstheorie. Warum machen wir das? Sie sollen ein Fundament bekommen, was man in Mathematik braucht, auf das dann alles aufbaut. Diese Vorlesungen, deswegen habe ich am Anfang betont, es ist ein Mathestudium, die sind weltweit in jedem Mathestudium gleich. Also das ist eine Analysis, kann man nur so, wenn man Mathe studiert, werden da praktisch die gleichen Inhalte immer wieder kommen. Egal, ob Sie es jetzt bei uns studieren oder irgendwo an der Uni studieren oder irgendwo in den USA studieren, es sind immer diese Inhalte. Statistik. Wir haben ziemlich viel Statistik im Studiengang. Da wäre ein Beispiel, wie man sogenannte Modellbildung macht oder wie man mit Statistiksoftware umgeht. Ja, das ist aus unserer Sicht das wichtigste Werkzeug, das heutzutage der Mathematiker, der im Industrie, im Unternehmen arbeitet, in diesem Umfeld arbeitet, Finanzen, Finanzversicherung, was er da benötigt, ist das wichtigste Werkzeug, die Statistik. Ja, Statistik klingt immer so ein bisschen altbacken, ja, und uncool und hat auch nichts mit Würfeln zu tun, ja, in der Schule an das denkt, also nur ganz am Rande. Ich habe es gerade schon gesagt, da gibt es viel schönere Namen heutzutage, irgendwie Data Mining oder Data Science oder maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, das geht alles in diese Richtung eigentlich mit rein. Ja. Aktuarwissenschaften ist ein Beispiel Versicherungsmathematik. Da lernt man, wie man solche Probleme aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft, wie man die eben mathematisch formuliert. Informatik, Datenbanken, Programmieren. Ja, man setzt die Sachen heutzutage mit dem Computer um. Also kein Mathematiker rechnet in der beruflichen Praxis noch irgendwie mit Papier und Bleistift rum, sondern da werden Computer eingesetzt, entsprechende Software eingesetzt. Und das lernt man. Ja. Wirtschaftswissenschaften, sowas wie Rechnungslegung, da geht es darum, dass man eben die Probleme in der Praxis versteht, um was es da geht in so Unternehmen und nicht nur seine Mathekenntnisse, sondern eben, dass man auch von der Wirtschaftsseite her das lesen kann. Berufsqualifizierende Fächer, habe ich gerade schon gesagt, sind wir eigentlich recht stolz drauf, das läuft auch sehr gut. Sowas wie Kommunikation, dass man eben lernt, wie kann ich meine Ergebnisse präsentieren, wie kann ich das vorstellen, wie kann ich das in einem Team erklären und so weiter. Ja? Und nicht im stillen Kämmerchen sitzen, das ist für die Wirtschaft nicht gefragt beim Mathematiker. Praxissemester, großer Unterschied zur Uni. Bei uns verbringen Sie dann 18 Wochen, sind's, ja? Also ein ganzes Semester, wo dann begleitet ist noch mit so
Zusatzveranstaltungen, ist man dann wirklich bei einem Unternehmen und macht da Erfahrung. Bei uns ist es im Unterschied zu anderen Studiengängen erst im 6. Semester, relativ spät, weil sie da schon möglichst viel Wissen haben und so das Feedback aus der Industrie ist, dass da die eigentlich dann unsere Praktikanten praktisch da mehr oder weniger richtig mitarbeiten können. Und man sieht dann, wo das Ganze hinführt, was so ein typischer Job ist, je nachdem, in welchem Bereich man das Praktikum da macht. Und ja, im 7. Semester, am Ende gibt es eine Bachelorarbeit. Da ist auch so ein bisschen der Königsweg oder zumindest der Weg, der am meisten gegangen wird, dass man die Bachelorarbeit in einem Unternehmer macht. Ja, idealerweise vielleicht in dem, wo man das Semester vorher sein Praxissemester gemacht hat. Dann ist das also eine praktische Fragestellung, die bearbeitet werden soll. Und man hat als Ziel einmal die Chance, da sowohl praktisch wie theoretisch so richtig nach unten zu bohren, richtig tief mal nochmal was zu machen, bevor man dann ja mit seinem Bachelorstudium fertig wäre, nach 7 Semestern. Gut. Das schaut jetzt noch komplizierter aus, noch feiner. Da übergebe ich an Herrn Schandor. Das ist eine Auflistung im Endeffekt jetzt der Vorlesungen, ja? Der Module heißt es. So, Herr Willisch hat Ihnen das schon erzählt. Und wenn man das parallel hält, dieses Bild und den Zettel, sollten Sie fast alle eigentlich haben. Also wer noch keinen hat, heißt ein bisschen später gekommen, vielleicht einfach zu jemandem mit reinschauen, weil ich habe, weiß noch genau einer. Sind die Fächer, die Sie ungefähr erwartet. Das ist nach Semestern geordnet, also erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Semester. Das ist also zeilenweise zu lesen und es geht mit Grundlagen erst los. Und wir haben dann die großen Blöcke, wir haben in der ersten Spalte quasi einen großen Block Mathematik, also die zweite Spalte. Dann haben wir in der vierten Spalte die Informatik, das ist auch mit ein wichtiger Baustein. Dann Statistik, dann berufsqualifizierende Fächer und Wirtschaftswissenschaften. Sie sehen also in jedem Semester ist was geboten und wir fangen wirklich mit der Analysis an. Das ist was anderes als in der Schule und so geht es dann in der Mathematik durch. Das ist, wie Herr Wellisch sagt, alles, was in der zweiten Spalte ist, finden Sie in jedem anderen Mathematikstudiengang auf der Welt auch. Das, was besonders ist, also die Informatik ist inzwischen auch ziemlich prominent überall vorhanden. Also Sie lernen zuerst einmal Grundlagen, dann Programmieren 1, 2. Da lernen Sie konkret zwei Programmiersprachen, Java und C. Und danach Datenbanken, das ist ein sehr wichtiges Instrument für später. Dann gibt es diesen Bereich Statistik, Aktuarwissenschaften. Das geht zusammen. Aktuar sage ich auch gleich was das ist. Und dann berufsqualifizierende Fächer und Wirtschaftswissenschaften. Da steht da BWL, Rechnungslegung, da geht es darum, wie verstehe ich eine Bilanz, wie stelle ich eine G&V auf und so weiter. Im 6. Semester, das sehen Sie also hier, das 6. Semester, das ist komplett außerhalb der Hochschule, also fast komplett außerhalb der Hochschule, im Praktikum, im Unternehmen. Und es gibt sogenannte Praxisblöcke, da werden Sie auf das Praktikum vorbereitet. Und wenn Sie aus dem Praktikum zurückkommen, erstatten Sie uns quasi Bericht, da präsentieren Sie, was die Inhalte Ihres Praktikums waren. So, Aktuarwissenschaften kommt hier auch wieder vor. Im Namen kommt es vor, was ist jetzt ein Aktuar? Also Aktuare, wenn man es so ganz kurz zusammenfasst, das sind Versicherungsmathematiker, die extra Prüfungen gemacht haben. Sie sind aber nicht nur in der Versicherung tätig, die sind auch tätig in Beratungsunternehmen, Softwarehäuser und so weiter. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die machen auch extra Prüfungen, um überhaupt diesen Titel führen zu dürfen. Und das ist dann beim Aktuar, ist es der Titel Aktuar DAV und DAV steht nicht für den Deutschen Alpenverein, wie man hier in den südlichen Breiten vermuten würde, sondern das ist die Deutsche Aktuarvereinigung, das ist die Vereinigung der Aktuare in Deutschland. Das sind jetzt ungefähr, glaube ich, um die 5000 Mitglieder. Das ist also eine relativ übersichtliche Zahl, wenn man es vergleicht mit den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, aber das ist am Wachsen. So, wie wird man Aktuar? Also warum sollte man Aktuar werden? Weil es eben sehr gute
Perspektiven hat. Also Aktuare sind sehr gesucht. Wie wird man das? Die DRV befindet sich gerade in einem kleinen Umbruch, was das Prüfungssystem anbelangt. Ab 01.01.2018 ändern sich die Regeln. Das, wenn Sie das googeln auf der Aktuarseite, auf der DRV-Seite, werden Sie sehen, da gibt es eine alte und eine neue Welt. Und für Sie wird nur die neue Welt interessant sein, also die ab 2018. Darum werde ich nur darüber sprechen. Man unterscheidet einmal das Grundwissen, zum anderen das Spezialwissen. Wenn Sie das Grundwissen, da braucht man 6 Prüfungen insgesamt, die Kandidaten ablegen müssen. Und die macht man in der Regel nebenberuflich. Also der Regelfall ist so, das war bei mir auch so, nach dem Studium fängt man an zu arbeiten, macht nebenher Prüfungen und hat dann nach einer gewissen Zeit und nach einer gewissen Anzahl von Prüfungen tatsächlich auch den Titel Aktuar. Nebenberuflich ist schon ziemlich anstrengend, weil man arbeitet 8 Stunden am Tag, ist dann eigentlich ziemlich kaputt und dann nochmal zusätzlich zu lernen, auch Stoff, der nicht so einfach ist, ist eine Herausforderung. Wenn Sie bei uns den Studiengang abschließen, das ist so eine Übergangsregelung, die wir mit der DRV verhandelt haben, dann kriegen Sie 5 der 6 Grundwissenprüfungen anerkannt. Das heißt, da brauchen Sie quasi nur noch eine 6. zu machen, um dieses Grundwissen zu haben. Das Spezialwissen, das sind 4 Prüfungen und das ist sehr angewandt und das bietet nur die DRV an und nimmt nur die DRV auch ab als Prüfung. Das heißt, die werden Sie an keiner Hochschule in Deutschland überhaupt machen können. Ja? Ich wollte fragen, wie heißt die 6. Prüfung, die man bei der DRV ablegt? Also die Frage ist, wie heißt die 6. Prüfung, die man ablegt? Das ist die Prüfung Finanzmathematik. Ganz genau weiß ich nicht, wie es heißt, Finanzmathematik und Risikomessung heißt es, glaube ich. Das ist das, was zurzeit Finanzmathematik 2 ist. Wir haben ein Modul Finanzmathematik drin bei uns, aber das, was die DRV erwartet, ist sehr viel umfangreicher. So, und diese 4 Spezialwissenprüfungen, die muss man bei der DRV ablegen und das wird dann bei Ihnen auch der Fall sein. Was man zusätzlich braucht, kann auch keine Hochschule anbieten, ist die Berufserfahrung. Man muss mindestens 3 Jahre lang gearbeitet haben, bevor man den Titel Aktuar DRV bekommt. So, was sind die Prüfungen, die anerkannt werden? Berechtigte Frage, oder wie erkenne ich das, was alles DRV-mäßig interessant ist in dem Studiengang? Wenn man nochmal diesen Studienplan anschaut, da sind manche Veranstaltungen fett angedruckt. Ja? Also Sie sehen, da ist Finanzmathematik fett, das ist jetzt in der jetzigen Welt, in der Anerkennung, also Finanzmathematik geht in diese Anerkennungen mit ein. BWL, das heißt bei der DRV irgendwie Versicherungswirtschaftslehre, Versicherungsumfeld, das ist auch etwas, was in die Anerkennung reingeht. Dann haben wir hier Lebensversicherungsmathematik, Pensionsversicherungsmathematik, läuft unter dem Namen Personenversicherung. Dann haben wir Schadenversicherung, das ist jetzt ein anderer Bereich. Also Lebensversicherung, Personenversicherung ist alles, was Menschen betrifft. Ja, also eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, Krankenversicherung, das ist Personenversicherung. Schaden ist Überschwemmung, beispielsweise irgendwie Feuer, wenn hier etwas abbrennt oder Sachversicherung allgemein, Fahrraddiebstahl, das läuft unter Schadenversicherung. So, und dann haben wir noch Statistik 2, das ist ein ganzer Block Statistik bei der DRV, das ist auch anerkannt. Und dann haben wir noch ein paar wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen. Das ist alles praktisch, Sie werden nicht die 1:1 Entsprechung finden, weil wir manche Veranstaltungen ein bisschen anders benannt haben, als es bei der DRV zu finden ist, aber Sie können sicher sein, 5 der 6 Grundwissenprüfungen bekommen Sie anerkannt, bis auf die genannte Finanzmathematik. So, was gibt es denn als Zukunft? Wie ist der Bedarf an Mathematikern? Das ist jetzt die Frau Schawan. Die Frau Schawan kennen Sie vermutlich nicht mehr. Die war Forschungsministerin, ist über eine Plagiatsaffäre letztlich zurückgetreten und jetzt im Vatikan Botschafterin der Bundesrepublik. Aber die war damals Forschungsministerin und da gab es eine Erhebung und da hieß es, das war 2008, also vor 9 Jahren schon, bis 2020 zusätzlich 95.000 Mathematiker und Informatiker.
Informatiker natürlich der Großteil. Mathematiker aber auch bedeutend. Das ist dann nicht irgendwie Ersatzgeschäft. Also diejenigen, die pensioniert werden, in Rente gehen, dass die ersetzt werden, sondern es ist wirklich ein neuer Bedarf an Mathematikern da. Es war eine Zeit lang alles unter dem Namen Solmsi II, was gelaufen ist, also sehr viel im Aufsichtsbereich. Hat man Mathematiker gebraucht, weil die ganzen Aufsichtsmodelle inzwischen sehr mathematisch sind. Die nächste Baustelle heißt IFRS 17, das sind Rechnungslegungsstandards. Auch hier wird man weitere Mathematiker brauchen, um das umzusetzen. Das heißt, hier in diesem Bereich, Versicherung, kann ich Ihnen das ganz konkret sagen, in anderen Bereichen sind Mathematiker ebenso gesucht. So, warum sollten Sie zu uns kommen? Insgesamt also, aktuarielle Kenntnisse sind extrem gesucht. Also Sie können auch mal googeln, wie schaut es aus, Aktuar, gibt es irgendwelche Stellenangebote, Sie werden fündig werden. Und die Situation, das, was die Frau Stanzl am Anfang sagte, also wirklich die Wirtschaftsunternehmen, die kommen auch zu uns, besuchen uns gerne und nehmen gerne unsere Praktikanten. Und manchmal heißt es auch, wieso hat sich denn diesmal kein einziger bei uns gemeldet. Ja? In der Regel ist es so, dass die Praktikanten tatsächlich aussuchen können, welche Praktikumsstelle sie annehmen werden. Und das ist ein, also für uns sehr beruhigend, dass man diesen Luxus bieten kann. Auf der anderen Seite muss man sich dann irgendwie entscheiden. Das ist dann auch manchmal unangenehm. Was soll ich machen? Soll ich A machen oder soll ich B machen? Vielleicht ist C doch besser. Aber es ist insgesamt eine sehr gefragte Ausbildungsrichtung. An Universitäten kann man auch Wirtschaftsmathematik bzw. Mathematik studieren. Warum sollten Sie zu uns kommen? Was ist anders bei uns? Man muss ganz klar sagen, also diese Anwendung, wir wissen, wovon wir reden. Ja? Der Herr Wellisch war in der Erstversicherung, ich war in der Rückversicherung. Alle Professoren hier waren, sagen wir, in der freien Wirtschaft tätig, wissen also, was letztlich an Kenntnissen tatsächlich verlangt wird, was gebraucht wird. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Anwendung. An den Universitäten ist es eine Ausbildung, die stärker auf die Forschung zielt. Das heißt, wenn Sie für sich schon entschieden haben, ich will eh nur forschen, dann sollte man vielleicht doch nochmal überlegen, ob Sie nicht an der Uni besser aufgehoben sind. Aber wenn man wirklich anwenden will, sind Sie bei uns richtig. Dann haben wir Sprachen und berufsqualifizierende Fähigkeiten, also Kommunikation. Wenn man nochmal auf diesen Blog schaut, da haben wir Englisch, Kommunikation, in den Praxisblöcken bekommen Sie auch nochmal die Möglichkeit, quasi Soft Skills noch zu erwerben. Das zieht sich durch das ganze Studium. Und letztlich gibt es in Bayern keinen vergleichbaren Studiengang, eigentlich, wenn Sie genau schauen, in ganz Deutschland in der Fokussierung nicht. Wir haben sehr gute Kontakte zur Deutschen Aktuarvereinigung, also ich bin selber Aktuar und bin in DAV-Gremien auch tätig. Das heißt, wir kennen die handelnden Personen. Das bedeutet, daher sind die Kontakte eng und auch sehr fruchtbar. 5 der 10 Prüfungen, also 5 von 10 klingt wenig, aber es sind 5 von 6 Grundwissenprüfungen, sind anerkannt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben immer gesagt, ja, Wirtschaft kennen wir, haben wir Kontakte, wer ist konkret? Also wir haben zuerst einmal die Versicherungskammer Bayern, das ist die größte Versicherung in Bayern. Wir haben dann die Allianz, das ist die größte Erstversicherung in Deutschland, sogar in Europa. Wir haben die Münchner Rück, das ist die größte Rückversicherung der Welt. Swiss Re ist die Nummer 2. Dann haben wir auf Seiten von Wirtschaftsprüfern, also die brauchen auch Aktuare, das sind die großen Namen, KPMG, PwC, Ernst & Young. Und dann kommen ein paar Software-Beratungshäuser. MSG ist ein sehr großer Laden, Information Works und auch CSC. Und insgesamt sind wir in Rosenheim wirklich im Zentrum des Geschehens, also der größte Versicherungsstandort Europas. Also da gibt es immer wieder andere Auslegungen. Also manchmal sagt Köln, dass die größer wären als München. Manchmal sagt Paris, wäre größer. Aber München ist auf jeden Fall ein sehr großer Standort. Und wenn man nicht in die Versicherung gehen will, es gibt IT-Unternehmen, es gibt Beratungsunternehmen, die alle in diesem Bereich Versicherung, Personen,
Versicherung und so weiter tätig sind. So, jetzt haben wir wieder den Herrn Wellisch. Wir wechseln immer ab. Genau, dann kann ich noch eine kleine Ergänzung sagen. Ich habe aufmerksam zugehört, wie du das genau erklärt hast. Diese Aktuarsprüfungen, die dann anerkannt werden, diese Fächer, die sind also nicht auf dem Studiengang irgendwie draufgesetzt, sondern das ganze Curriculum ist gerade so gemacht, dass das dann auch anerkannt wird. Und das Zweite, was nicht erwähnt wurde, dass man das in der Regel eben dann nebenberuflich macht und das natürlich auch Geld kostet, wenn einem die Unternehmen dann dahin schicken auf solche Fortbildungen, Weiterbildungen und Prüfungen. Und bei uns ist das alles ganz normal im Studiengang mit drin und man muss ja nicht extra was bezahlen. Ja. Gut, aber dann komme ich zu meinem Teil, wie es weitergeht, nämlich nochmal jetzt, was macht man im Job eigentlich? Wir hatten also bisher, was sind die ganzen Inhalte, auch die Ziele, die wir hatten, was sind unsere Kontakte, was bedeutet dieses Aktuarwissenschaften, wie schaut es aus mit den abgedeckten Prüfungen und jetzt konkret, was man dann als Wirtschaftsmathematiker, Aktuar im Job macht. Man erfasst und analysiert wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen, die im Unternehmen auftreten. Ja. Dann entwickelt man Lösungen und das macht man in der Regel mit mathematischen und statistischen Methoden. Ich habe gerade schon gesagt vorhin, dass die Statistik da eine große Rolle spielt. Entsprechend gut vertreten ist es in unseren Modulen. Und am Ende setzt man das Ganze um die Lösung und das funktioniert heutzutage immer mittels Computer, also irgendeine IT-Lösung. Gut, die Wirtschaftskontakte hat man gerade ein paar konkrete Namen aufgezählt. Wie kann man das Ganze clustern, sieht man hier. Also das sind Versicherungen und Banken, das sind Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Da fällt mir ein Punkt ein von meiner ersten Folie, ja, so eine Unternehmensberatung wie McKinsey. Warum nimmt die einen Mathematiker, der vielleicht von den Gebieten, wo er eingesetzt wird, überhaupt keine Ahnung hat? Da geht es um dieses mathematische Arbeitsweise, ja, dieses Herangehen an Probleme. Gar nicht so um Fachkenntnisse, sondern es geht darum, wie tickt ein ausgebildeter Mathematiker am Ende nach seinem Studium. Dann IT-Unternehmen. Zum einen natürlich in dieser Schnittstelle, ja, wie diese Firma MSG hat, macht Software für Versicherungen und dann kann man natürlich da auch eher auf der Software-Seite arbeiten, um für Versicherungen Produkte zu entwickeln, aber man kann auch ganz allgemein in IT-Unternehmen oder Beratungsunternehmen als Wirtschaftsmathematiker unterkommen. Und dann haben wir noch aufgeführt Markt- und Meinungsforschungsinstitute. Man könnte das ergänzen, also wir haben ja jetzt schon einige Jahrgänge hinter uns, die also schon den Bachelorabschluss gemacht haben und im Job jetzt stehen. Wir haben sogar eine Absolventin, die ist dann in eine Maschinenbaufirma gegangen. Also man ist nicht so wirklich festgelegt auf dieses Versicherungsumfeld, aber es muss klar sein, der Studiengang ist so ausgelegt, dass er das am meisten unterstützt. Ja? Okay. Versuchen wir mal ein ganz konkretes Beispiel durchzuspielen. Was könnte da so eine Aufgabe sein? Wenn man eine Autoversicherung hat, das würde zu der Schadenversicherung gehören, wie der Schander vorhin das unterteilt hat, dann zahlt man ja je nachdem zum Beispiel, wie alt man ist, eine unterschiedliche Prämie für die Versicherung. Und da ist die Frage, wenn man als Versicherer sowas macht, wie komme ich drauf? Ja? Warum zahlt jemand, der jünger ist, eventuell mehr Prämie wie jemand, der älter ist? Also muss ich den Beitrag bei der Versicherung vom Alter abhängig machen. Und das ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand im Unternehmen einfach sagt, das machen wir mal so. Ja? Da hat man sich einfach überlegt, das kostet 18,95 und für die anderen 24,90 oder so, sondern das wird wirklich versicherungsmathematisch modelliert. Jetzt fragt man sich, wie kann man das modellieren? Und das ist spannend in der Schadenversicherung, dass man ja, wenn ich so ein Produkt wie eine Versicherung habe, dann weiß ich nicht, was am Schluss für einen Schaden entsteht. Es kann also sein,
man kauft verkauft so eine Autoversicherung, also ich bin jetzt der Versicherer, verkauft eine Autoversicherung und der Kunde zahlt schön seinen Beitrag und es passiert kein Schaden. Ja, dann habe ich das ganze Geld eingenommen. Abzüglich Betriebskosten und sowas. Ja. Aber es kann auch sein, dass der Kunde eben einen schweren Unfall macht. Ja. Und dass die Versicherung einspringen muss und dass da ein hoher Schaden entsteht. Und das muss ich jetzt irgendwie kalkulieren. Und das finde ich wesentlich spannender, wie wenn ich ein Auto baue und weiß, wie viel Personalkosten, wie viel Sachkosten, irgendwelche anderen Kosten noch rein und dann lege ich noch 100 Euro drauf und das ist dann mein Verdienst an dem Auto. Ja? Bei einer Versicherung weiß ich eben nicht, welcher Schaden entsteht in der Regel. Ja? Und das kann man modellieren. Ja, das Zauberwort heißt Erwartungswert. Ich weiß nicht, ob man das in der Schule vorher jemand mal gehört hat, vielleicht schon. Ich sage mal ganz einfach, kann man es sich so vorstellen, wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen, jetzt sind wir doch bei den Würfeln, ja? Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen jetzt 100-mal oder 1000-mal würfeln und notieren, welche Augensumme Sie insgesamt rausbekommen, ja? Dann würden oder dann sollten die wenigsten, die das studieren möchten, spätestens nach dem zweiten Semester, das wirklich machen. 1000-mal würfeln. Sie können nämlich vorher schon ausrechnen, was rauskommt. Ja? Und das ist genau das Prinzip. Ich kann aus Versicherung mir vorher schon überlegen, welcher Schaden wird da rauskommen. Natürlich nie exakt. Ja, das ist das wie beim Würfeln. Auch das ist nicht exakt. Aber ich kann es trotzdem so vorhersagen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit stimmen wird. Ja? Also ich kann mir das versicherungsmathematisch modellieren, diesen Schaden Erwartungswert. Und um jetzt auf die Frage einzugehen, ob der Beitrag vom Alter abhängen soll, ja, oder muss, muss ich einen Alterseffekt nachweisen. Ich muss das mit einem statistischen Modell mir anschauen. Also ich muss irgendwie statistisch untersuchen, ob das Alter einen Einfluss darauf hat, ob jemand einen Schaden hat oder nicht. Das macht man mit den gleichen Methoden, wie man zum Beispiel in der medizinischen Statistik arbeitet. Also ich muss zum Beispiel nachweisen, bevor ich ein Medikament am Markt bringe, dass das einen Effekt hat bezüglich einer Krankheit. Ja. Auch das wird übrigens nie hundertprozentig stimmen. Das ist gerade das Schöne an Stochastik oder Statistik. Da hat man es immer mit Zufall zu tun. Ja. Also Sie können ein Arzneimittel, das super Werte hat, man nimmt es dann, aber trotzdem wird man nicht gesund. Ja. Oder andersrum. Die Ärzte sagen, man stirbt, es ist vorbei, aber trotzdem erholt man sich wieder. Ja. Weil es eben ein zufälliger Prozess ist. Und genauso hier, aber ich muss irgendwie es statistisch belegen, dass man so ein Merkmal, sagt man, Tarifmerkmal, eben in diesen Tarif mit aufnimmt, also dass man den Beitrag darüber steuert. Ja? Dazu brauche ich eine Datenbasis, dann sind wir in der Informatik, also in unseren Themen. Man muss eine Datenbank bedienen können, man braucht Daten, wo sowas schon mal vorkam. Ja, die Versicherer haben Riesendatenmengen, wo sie sowas zum Beispiel untersuchen können. Und dann kann man einen individuellen Preis bestimmen und kann zum Beispiel ausrechnen, dass jemand, der jünger ist, bei einer Auto-Kfz-Versicherung eben einen höheren Beitrag zahlen muss, weil er einen höheren erwarteten Schaden hat, wie wenn jemand älter ist. Ja? Wenn man wieder noch älter wird, muss man auch wieder mehr zahlen. Ja? In Wirklichkeit ist es nicht so einfach, wer eine Autoversicherung schon hat oder sich damit beschäftigt hat. Da kommen viele Merkmale mit rein. Jemand, der eine Garage hat, zahlt weniger. Ja? Ein Beamter zahlt weniger wie im Mittel. Ja? Oder wie viele Kilometer das man fährt. Ja? Und ganz neue Themen sind, machen wir es gleich so, jeder zahlt so viel, wie er halt gerade Auto fährt. Pay as you drive heißt es. Jedes neue Auto hat so ein Kästchen drin, da werden die Daten gespeichert, die gehen irgendwo hin. Und solche Tarife gibt es schon, dass man dann praktisch so zahlt, wie man fährt. Wie beschleunigt man, wie fährt man in die Kurven? Ist man eher morgens um 9 unterwegs oder nachts um 3? Ja? Und wo? Ist man ja, irgendwo in der Kneipe unterwegs oder ist man irgendwo auf dem Berufsverkehr und so weiter? Ja. Also das ist die neue Welt, die dann eben so Schlagwörter Data Science und Data Mining, was es da für Begriffe gibt, um aus solchen Daten Wissen zu generieren. Wenn man jetzt so einen Tarif gerechnet hat oder so einen Effekt nachgewiesen hat, dass eben junge Kunden mehr zahlen müssen wie ältere. Ja, das beruht auf ein wahres Beispiel, was ich mal gemacht habe. Dann kann man jetzt sagen, also wir sagen als Aktuare, als Statistiker, jemand, der jung ist, muss eben einen höheren Beitrag zahlen und dann kauft es keiner mehr, ja, weil die anderen Versicherungen vielleicht billiger sind.
Und man muss konkurrenzfähig sein. Das heißt, Sie müssen im Unternehmen mit verschiedenen Stellen agieren. Sie werden als Mathematiker die Sachen ausrechnen, Sie werden mit den Informatikern die Datenbasis sich zurechtlegen und Sie müssen mit Leuten aus dem Marketing, also im typisch BWLer oder so, mit denen müssen Sie dann sagen, kann man das überhaupt verkaufen? Wir haben das zum Beispiel damals so geregelt, weil tatsächlich die jungen Fahrer eben relativ schlechte Risiken sind, also hohe erwartete Schäden haben. Dann haben wir uns gefragt, wenn wir jetzt da einen hohen Preis machen oder andersrum einen niedrigen Preis, dann würde man ja Verluste erwarten. Aber es könnte ja sein, dass der junge Kunde, der mit 18 seine erste Kfz-Versicherung abschließt, dann irgendwann nach dem Studium eine Lebensversicherung abschließt oder eine Hausratversicherung, eine Unfallversicherung. Und die macht er vielleicht oft da, bei denen er vorher eine Autoversicherung hatte. Ja? Sowas nennt man dann neudeutsch einen Customer Lifetime Value. Ja? Man rechnet also aus, wie viel Geld bringt der Kunde noch bis in den nächsten 20, 30 Jahren und subventioniert sozusagen das dann mit. Also das sind so Modelle, die da tatsächlich gerechnet werden. Also bei großen Versicherern steht, wenn ihr der Vertreter den Kunden anschaut, steht daneben ein Wert. Ein Wert oder zumindest so eine Skala, rot, grün, gelb. Grün ganz wichtig, rot kann man vergessen. Ja, gelb, mit dem sprechen wir oder so. So wie Callcenter gesteuert und so weiter. Also da sieht man mal so einen kurzen Anriss, was da alles mit reinspielt, was man da macht. Wie gesagt, in den letzten Jahren, es geht immer schneller, kommt eben auch so ein Thema wie Big Data, dass man halt wirklich aufsetzt auf unglaublich viel Daten, die man von allen möglichen Datenbeständen ranzieht und damit Analysen fährt. Ich meine, Sie wachsen mit dem Ganzen auf, ja, also Google verdient sein Geld auch nicht über die Werbung, ja, und diese riesen Datenmengen, mit denen kann man unheimlich viel Wissen generieren. Und das sind Sachen, die man so in diesem Umfeld machen kann. Was muss man mitbringen? Jetzt kommt eine Folie, wo wir nochmal kurz auch auf die Bremse treten wollen. Also ich zumindest. Ja. Weil wir haben nur die üblichen Zulassungsvoraussetzungen, es gibt keine speziellen. Sie müssen nur normale Mathematikkenntnisse mitbringen, was immer normal heißt. Ja. Aber der wichtige Punkt steht so ziemlich in der Mitte. Schulmathematik ist keine Mathematik im Mathematikstudium. Also, das heißt, Sie müssen, wichtiger wie jetzt die genaue Mathematiknote oder so, ja, wichtiger ist, dass Sie eben Spaß an Problemlösungen haben, an mathematischen Fragestellungen. Und das, was ich ganz am Anfang heute gesagt habe, mit dieser mathematischen Arbeitsweise, die Sie sich dann aneignen durch Studium, das sollte natürlich so ein bisschen schon irgendwie in Ihnen schlummern. Also sowas wie Ausdauer und eine gründliche Arbeitsweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache irgendeine Hausaufgabe in Mathe und ich bringe es nicht sofort raus, dann schmeiße ich das sofort aus dem Fenster, wäre schlecht. Ja? Man sollte immer so einen gewissen Ehrgeiz schon gehabt haben, ich will das rausbekommen, vielleicht sogar, ich will es verstehen, ich will es vielleicht sogar anders lösen, kürzer lösen, wie so diese normale Lösung, die da in dem Buch drin steht. Ja? Also das ist extrem wichtig, dass man natürlich mathematische Grundkenntnisse mitbringt, also sowas wie Bruchrechnen, Potenzrechnen und so Sachen, das ist irgendwie klar. Ja? Aber Sie werden in dem Studium bei Null anfangen in Mathe. Also Sie werden am Anfang erstmal lernen, was so die Zahlen eigentlich sind und so. Ja. Aber natürlich wird man nicht mehr große Übungen machen, wie man, was weiß ich, durch einen Bruch dividiert, mit dem Kehrwert multipliziert oder sowas. Das wird dann irgendwann einfach alles vorausgesetzt. Ja. Aber Sie werden erstmal lernen, was eine Ableitung überhaupt ist, bevor Sie dann ableiten, so als Beispiel zum Beispiel etwa. Gut, da wollte ich noch sagen, also wegen Schulmathematik ist nicht Mathematik im Mathematikstudium. Mein Entschluss, damals Mathe und Physik zu studieren, war, weil ich das in der Schule hatte, da gab es noch dieses Leistungskursgeschichten am Gymnasium und dann dachte ich mir, ich studiere mal das, weil da kann ja schon alles, ja. Das wird ein lockeres Studium. War dann nach ein, zwei Wochen klar, das ist so nicht. Ja. Also das heißt, Sie werden, ich bin da gleich am letzten Punkt unten,
ziemlich viel Einsatzbereitschaft mitbringen müssen. Oder machen wir es mal positiv, bringen wir die Kurve nochmal positiv. Sie werden eine Freude an Herausforderungen haben müssen, weil es ein sehr anspruchsvoller Studiengang ist. Ja? Also die ganzen Sachen, die wir vorhin gehört haben, super Jobchancen, Praktikum, alles wunderbar. Das hat natürlich wie immer im Leben seinen Preis. Ja? Also warum werden denn die Leute so gern genommen? Weil sie halt danach einfach was können. Ja? Warum können wir jetzt nicht einfach alle sagen, wir machen eine Schauspielkarriere? Ja, da werden wir nicht alle genommen werden. Das heißt, es ist ein schwieriger Studiengang. Nochmal zum Punkt auch wegen Uni, das ist der vorletzte Punkt. Der Herr Schander hat schon gesagt, Sie sollen bei uns zusätzlich zu dem, was in Mathe auf Sie zukommt und in den angewandten Mathefächern, sollen Sie halt auch Interesse haben an wirtschaftswissenschaftlichen Problemstellungen und auch ebenso an Umsetzung von Lösungen mittels Computer. Weil die beiden Sachen sind im Studium fest mit verwoben. Sonst gäbe es eben die Möglichkeit, wie an der Uni reine Mathe zu studieren. Da kommt man zum Beispiel um irgendwelche Anwendungen komplett rum. Ja, aber hat dann natürlich auch keinen Studiengang, der auf ein spezielles Berufsbild ausbildet. Ja. Also, das wäre hier so nochmal das Wichtigste. Habe ich was Großes vergessen? Ja, das ist normal. Können wir ja nachher nochmal auch im kleinen Kreis vielleicht noch diskutieren, was das heißen soll. Aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand mit Mathematik jahrelang auf Kriegsfuß gestanden ist, dass er sich nicht für das Studium interessiert. Ja? Es muss nicht immer die Note so sein. Ja? Also man muss nicht immer nur Einser gehabt haben. Aber auf jeden Fall sollte man Interesse an dem gehabt haben oder mit dem Fach gern umgegangen sein. Ja? Genau, das wäre eine Frage, die könnten wir jetzt vielleicht so im Gremium noch machen. Wer ist von Ihnen schon fest entschlossen, den Studiengang zu machen? Interessiert uns so. Okay. Und die anderen schwanken noch zwischen mehreren Studiengängen, oder? Aber ich meine, das können wir vielleicht, sollen wir es hier, und nehmen auch mal nachher im kleinen Gespräch, ja? Da kann man nochmal, also ich, wenn ich da mit jemandem spreche, würde mich dann immer interessieren, was der andere Studiengang ist. Weil, also ich habe ja gesagt, ich habe jetzt extra noch mal ein bisschen den bösen Mann hier gespielt, ja, dass das Studium nicht so einfach ist. Fragen Sie dann auch gern die Studenten, ja. Aber natürlich wollen wir auch Werbung dafür machen, aber ich habe ja gesagt heute, es geht nicht nur darum, dass wir Werbung machen, es geht auch darum, dass Sie die richtige Wahl treffen. Ja? Und so gut und toll die Chancen sind, ja? Ich bin auch von dem Konzept selber komplett überzeugt, das sieht man auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, aber man muss eben immer kritisch sagen, liegt einem das, will man das machen? Ja? Will man sich auf ein Studium einlassen, wo man dann wirklich studiert? Ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte eher mal so ein Jahr ein bisschen das Leben genießen, ja, dann sollten Sie sich erstmal für was anderes einschreiben. Ja. Da nehmen Sie dann vielleicht noch ein paar Prüfungen mit. Das wird in Mathe nicht so sein. Es ist aber wie in der Schule, wenn ich in Mathe mal 3-4 Wochen nicht mehr dabei war, dann ist der Anschluss weg. Ja. Dann tut man sich unheimlich schwer, wieder Tritt zu fassen. Ja, das ist der Unterschied zu anderen Studiengängen, wo man kurz vor den Prüfungen vielleicht was lernt. Ja, das ist hier nicht so. Genau, aber wie gesagt, ich frage dann immer, weil da kann man dann schon ein bisschen sehen, geht es in die richtige Richtung. Also sowas wie Informatik, Wirtschaftsinformatik, das geht alles so in unsere Richtung. Oder Physik gibt es jetzt hier nicht. Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, eigentlich wollte ich BWL studieren und da interessiert mich Personalmanagement, ja, und mit Prozentrechnen, das hat man schon immer Probleme bereitet, ja, dann ist jetzt der Studiengang eher nicht das Richtige. Ja. Also da kann man so ein bisschen abwägen, das Ganze. Gut, ich glaube, das ist die letzte Folie, oder? Ich sage bloß zur letzten noch was. Also auch nochmal, vielleicht, oder kann ich auch nochmal fragen, hat jemand auf unserer Homepage diese virtuelle Studienorientierung gemacht? Niemand? Das ist, also mir persönlich ist es egal, ob das jemand gemacht hat, das ist nur eine wichtige Info für unsere Abteilungen, die solche Projekte hier immer anschieben. Also da gäbe es eine Möglichkeit, man kann da so einen Fragebogen durchklicken, Sie kennen das vielleicht so,
irgendwie so Partnerschaft, passt er oder sie zu mir oder so. Ja? Und so ähnlich, sie klicken das dann an und dann sehen sie, was die Studenten antworten, was die Professoren antworten, ob das so passt. Ja? Also von ihrer Einschätzung von dem Studiengang. Und dann finden sie ja einen Film, sie finden Erfahrungsberichte von ehemaligen Studenten, die Inhalte sind nochmal da. Es gibt auch so ein ausbildungsintegriertes Studium, aber das geht von den Firmen aus, also ist jetzt für Sie, glaube ich, nicht so wichtig. Aber empfehle ich Ihnen auf alle Fälle, schauen Sie da auch nochmal rein, nutzen Sie das. Auch finde die Erfahrungsberichte immer ganz interessant. Und nutzen Sie nachher vor allem die paar Studenten, die da sind, wenn Sie Fragen haben. Und auch die Dozenten, ja, dass Sie die mal gesehen haben, mit denen mal reden. Das gehört einmal ein bisschen dazu. Ja. Kann ich da mir vorstellen, längere Zeit zu verbringen oder geht das gar nicht? Ja? Gut, haben wir Fragen gleich noch? Bitte schön. Also die Frage war, wie sprachlastig der Studiengang ist, wenn man jetzt als Nicht-Deutsch-Muttersprachler das studieren möchte und, sagen wir mal, mit der deutschen Sprache noch kleinere Probleme manchmal hat oder so. Ja? Oder auch mit Englisch, haben Sie auch noch gefragt. Also das Englisch ist so, das ist kein, können Sie aber nachher gerne nochmal die Studenten fragen, es ist nicht so, dass es einfach ein Schulenglisch weitermacht, sondern das Englisch ist speziell Englisch für dieses Finanzumfeld, Versicherungsumfeld. Und wird viel mit Konversationen und so gemacht, also dass man einfach übt, spricht, also dass man das eben lernt, dass man ja, einen kleinen Vortrag hält und so weiter. Ist in der Regel, jetzt ist die Dozentin ist nicht da, aber es ist in der Regel kein Problem, das Englisch. Haben wir ganz wenig Fälle, wo jemand da irgendwie Schwierigkeiten hat. Auch Studenten mit Nicht-Deutsch-Muttersprache, ja, haben da kein Problem. Mit den Vorlesungen, die sind auf Deutsch. Ich meine, es ist Mathe. Das meiste wird in Formeln hingeschrieben, aber dazwischen hat man natürlich Text. Ja. Also ich sage mal, es ist besser, Sie sind gut in Mathe und haben ein paar kleinere Schwächen in Deutsch, wie Sie sprechen perfekt Deutsch und sind schlecht in Mathe. Ja. Also da würde ich sofort sagen, es geht gar nicht. Ja. Ich meine, Sie können da die Dozenten fragen, es ist ja so, also so ein Skript, wenn man eins bekommt oder wenn man in der Vorlesung in der Regel, also ich mache es zumindest oft so dann, dass man viel hinschreibt und das sind halt Formeln. Das ist nicht große Texte. Ja? In diesem BWL-Umfeld ist es viel Text. Ja? Bei den wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen, also das ist das BWL und so weiter, das hatten wir hier nochmal. Also wenn Sie sich hier in dieser letzten Spalte bewegen, da ist viel Text. Und da ist auch, muss man auch was aufschreiben. Ja? Wenn Sie sehr gut im Auswendiglernen sind, könnte es auch klappen. Aber sagen wir mal, das sind die sprachlastigen Teile. Also kurz, einfach nur für das Mikro, weil wir das ja dann online stellen wollen. Es gibt Skripten bei den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, das sind Stichpunkte, sodass es einigermaßen gehen sollte. Danke für die Frage. Also die Frage war, ob man mit einem Bachelor hier Fachhochschule Rosenheim, aber ich gehe jetzt speziell mal auf Wirtschaftsmathematik, Aktuarwissenschaften, ob man dann weitermachen kann, Master zum Beispiel an der Uni. Das ist wie abgesprochen, aber wir kennen uns ja nicht. Hatten wir vergessen. Das ist auch ein Punkt, auf den wir sehr stolz sind, dass relativ viele von uns, unseren Absolventen, dann einen Master machen und auch relativ viele an Unis. Also entweder an der LMU oder an der TU oder in Passau, in Ulm, glaube ich. Also der Weg zu einem Unimaster in Statistik oder in Wirtschaftsmathematik, der ist völlig frei. Ja. Was bei anderen, sage ich jetzt mal so, Eigenlob, ich habe ja viel gesagt, wie schwer der Studiengang ist, was bei anderen Studiengängen nicht immer gegeben ist, deswegen unterscheide ich. Also bei uns, Wirtschaftsmathematik, ist es so. Ja. Da kann man danach auch an einer Uni einen Master weitermachen. Wir hier selber haben keinen Master. Aus dem Grund ist unsere Philosophie, dass man da halt dann sehr wissenschaftlich nochmal reingeht und da haben die Unis halt einfach mehr. Ja? Die haben da mehr Personal, mehr Lehrstühle, Professoren und da ist es besser, man geht an der Uni und das machen unsere Absolventen auch. Und wir haben auch eine Absolventin, die bei uns Jahrgangsbeste war,
hat dann auch an der Uni im Masterstudium wieder Jahrgangsbeste oder geworden. Ja. Also die Frage wiederholen war, ob man mit diesem Studium auch im Ausland dann arbeiten kann. Ja. Und ich wollte es bloß noch unterteilen vorher, dieses Praktikum, dieses Praxissemester, das kann man, wenn das inhaltlich passt, auch im Ausland machen. Ja. Das wird aber nicht zugeteilt, muss man sich dann selber drum kümmern, da gehört dazu, dass man sich bewirbt und so weiter. Und die Jobaussichten danach im Ausland sind so, wie es mit einem Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik sind. Das mit diesem Aktuar weiß ich jetzt nicht, da hat jedes Land, muss der Schanner noch was sagen, wieder andere Regeln. Aber sagen wir mal grundsätzlich, ich habe Kollegen von mir, die sind noch, oder ich selber, USA, Schweiz, sind da hingegangen. Also, geht ja. An welches Ausland denken Sie? Okay, das ist so. Wenn es um ein Aktuar geht, ist Europa Europa. Das heißt, da gibt es wohl gegenseitige Anerkennung. Also wenn man einen deutschen Aktuar ist, dann kann man auch als Aktuar in Frankreich arbeiten, in Holland, sogar in UK. Wobei UK eben immer eine Sonderrolle spielt. Die meinen, sie sind die besten Aktuare. Da gibt es noch andere, die meinen, die sind die absolut besten Aktuare, das sind die Amerikaner. Und zwischen Amerika und Deutschland gibt es, glaube ich, keine gegenseitige Anerkennung. Aber wenn man sieht, was die so können, das ist absolut vergleichbar. Also das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, ob es ein Problem ist vom Niveau, wenn man später einen Master an der Uni machen müsste, so kam es bei mir gerade rüber. Das stimmt nicht, man muss es nicht an der Uni machen. Es gibt auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wo man Master machen kann, in Regensburg zum Beispiel. Oder auch in München gibt es einen Master, der heißt irgendwie Financial Engineering, den man dann auch draufsetzen kann. Das machen auch einige unserer Absolventen an der FH, ja. Oder es machen auch welche dann an der FH einen Informatik-Master, das geht bei uns hier auch, Wirtschaftsinformatik, aber halt keinen Wirtschaftsmathe-Master gibt es jetzt hier. Ja? Aber ich empfehle immer, wenn man gerade die guten, sehr guten wollen einen Master machen, und dann empfehle ich immer, wenn schon, dann an die Uni. Ja? Weil die haben da eigentlich das meiste Potenzial, wenn man sagt, ich möchte dann in der Forschung noch vielleicht irgendwie weitermachen. Ja? Und da ist es so, dass man also bisher sehr gute Erfahrungen haben. Es sind natürlich immer die Guten, sehr Guten, die das da machen, aber also ich weiß jetzt von keinem, der das irgendwie abgebrochen hätte, oder? Einer vielleicht? Ja. Aber auf jeden Fall wesentlich mehr haben das dann geschafft. Ja. Und es ist auch so, also ich habe sehr gute Beziehungen zur LMU, und da wird zum Beispiel für Statistik, das ist so Methodenmaster heißt das, da wird ein Eingangstest gemacht, egal von wo der Student oder Studentin herkommt. Und da haben die bei uns, die Studenten, das dann immer sehr gut geschafft. Ja. Und andere von Universitäten sind da durchgefallen. Ja. Es liegt halt daran, dass in unserem Studiengang, außer sie würden Statistik zum Beispiel studieren, es geht aber bloß an ein paar Unis, unter anderem in München, in Dortmund und ein paar anderen vielleicht. Aber sonst werden sie in keinem Studiengang so viel Statistik bekommen wie bei uns in dem Studiengang. Deswegen hat man eben auch, die Tür ist offen für einen Master Richtung Statistik, angewandte Statistik oder eben Theoriestatistik oder eben Wirtschaftsmathematik. Einer macht sogar sowas Richtung technische Mathematik. Ja. Also geht ja. Okay. Aber sagen wir mal, was auf alle Fälle ein großer Unterschied ist, werden Sie dann merken, ja, dass es hier halt sehr familiär zugeht. Ja, die Professoren machen oft ihre Übungen noch selber. Sind ja ein kleiner Studiengang, ja, so 50, 60 Anfänger, die dann regelmäßig kommen und sagen, sie wollen das machen am Anfang. Das heißt, man ist fast wie in einer Schulklasse, und an der Uni sitzen halt da hunderte Studenten und man kennt den Prof eigentlich gar nicht. Ja. Also das ist ein ziemlicher Sprung dann, aber echt ganz gut. Die Frage ist, wie es mit den Vorkursen ausschaut, die im Herbst, September angeboten werden. Da gibt es Kurse für Mathematik und für Physik. Die erste Frage kann ich gleich direkt beantworten, den Physik-Vorkurs brauchen Sie nicht. Also mir rutscht es manchmal rein, dass ich halt Physik erst studiert habe, Nebenfach Physik hatte am Ende dann, aber im Studiengang kommt kein Physik vor. Außer man möchte selber irgendwelche Wahlfächer oder was belegen, aber im Curriculum ist kein Physik. Ja, deswegen braucht man das eigentlich nicht. Und Mathematik bin ich jetzt leider gar nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, welche Art von Vorkursen es gibt. Ich übergebe mal das Mikro.
wenn Sie frisch von der Schule kommen und überhaupt keinerlei Probleme haben mit irgendwelchen Matheinhalten, brauchen Sie den nicht machen. Wenn Sie leichte Bedenken haben, sollten Sie den machen. Also es schadet nicht. Wir haben jetzt hier auch zwei Kollegen noch neu dazu bekommen, die Frau Schrott, das ist für die Informatik, und der Herr Bischof, der ist Mathematik und hält zufälligerweise einen Vorkurs. Was meinst du? Ja, genau so. Wie du das also im Zweifel schon, aber sagen wir, im Vorkurs kommt nichts vor, was nicht in der Schule war. Also das unterscheidet die Vorkurse an der TU zum Beispiel. Ja, die machen da auch Mathe. Sachen, die in der Schule nicht dran kamen, weil sie es immer gern voraussetzen. Das ist bei uns nicht der Fall. Da geht es wirklich um Klammersetzen, Bruchrechnen, Exponentialrechnenregeln, etwas ableiten, etwas integrieren. Das ist so kurz gefasst alles, was man braucht. Also tendenziell sollten Sie es nicht notwendig haben. Wenn Sie sich ein bisschen unsicher fühlen, machen Sie es. Also das schadet nicht. Aber sagen wir so, das Wichtige ist, wir können uns darauf einigen. Also wenn es frisch von der Schule und keine Probleme, braucht man einen Kurs, Vorkurs nicht. Wenn man eine Pause hatte von einem Jahr, weswegen auch immer oder mehr, sollte man den machen, weil es einfach eine Auffrischung ist. Und das ist dann wirklich wichtig, um das zu machen. Ich weiß es von meiner Tochter beispielsweise, die war ein Jahr lang nach dem Abitur im Ausland. Und ich habe ihr gesagt, mach unbedingt den Vorkurs. Hat sie sich von mir beraten lassen. Ich meine, es gibt nicht nur den Vorkurs, wir haben noch weitere Angebote. Schauen Sie bitte auf die Homepage, da gibt es einige explizite Hinweise auf Mathe, nicht Vorkurse, sondern Mathe-Kenntnisse. OMB Plus heißt es, da können Sie auch vieles online machen. Aber sagen wir mal, aus den Zahlen, die wir sehen, ist es so, dass die Leute dann doch online nicht so mathematisch aktiv sind, wie man es erwarten würde. Es geht auch, sagen wir, während des Semesters, wenn Sie merken, da sind Lücken, da kann man speziell in die Kapitel reinschauen, in diesem OMB Plus und dann auch noch zusätzlich Übungen machen. Ob wir Literaturhinweise haben für das erste Semester oder das erste Jahr, also im Prinzip wird es in Vorlesungen bekannt gegeben. Sie können als Quelle auch das Modulhandbuch, das finden Sie im Studienplan, da ist es alles beschrieben. Ich würde mal sagen, Forster 1 für die Analysis, lineare Algebra, weiß ich nicht, was der Kollege empfiehlt. Dann haben wir die Stochastik, Statistik, da gibt es ein Buch von Lehn und Wegmann, das wir empfehlen. In der Finanzmathematik ist es ein Buch von Albrecht. Und das wäre es dann ungefähr. Aber sagen wir mal, es ist recht schwer, so über diese Bücher den Zugang zu finden. Es ist besser, wenn Sie in die Vorlesung kommen. Aber Sie können irgendwelche solche, also in dem Bereich, das heißt Analysis 1, das ist die Grundlage für die Analysis und lineare Algebra, da gibt es auch sehr viele Bücher, kann man auch mal reinschauen, ob es einem taugt. Aber ich würde sagen, das ist ein harter Zugang, wenn Sie vorab schon mal alles durchlesen wollen. Also was ist das richtige Arbeitsmaterial? Investiert man in Tablet oder in Notebook oder was können wir empfehlen? Schwierig, also ich würde empfehlen, kaufen Sie sich einen guten Bleistift und ein gutes Papier. Sie werden viel selber schreiben müssen. Aber wir haben einen Studenten hier, genau. Also das, was Sie sagten, also für die Skripten, dass man sich was anschaut, ist ein Tablet, glaube ich, schon sinnvoll. Für die Informatik? Ja, wenn Sie nicht viel an der Uni arbeiten wollen, weil es gibt schon sehr viele Hausaufgaben auf dem Rechner, weil wir wollen ja programmieren, wir wollen ja mit dem Rechner umgehen lernen, da wäre es schon sinnvoll, wenn Sie zu Hause auch einen hätten. Es ist jetzt nicht so, dass Sie einen haben müssen. Die Uni stellt hier auch Rechner zur Verfügung, aber dann sitzen Sie halt hier. Ansonsten könnten Sie es zu Hause machen. Was ich empfehle, weil die Uni einfach diese Schiene fährt, Windows-Rechner. Sie haben weniger Probleme mit Schnittstellen und so weiter, wenn Sie sich auf die Windows-Schiene begeben. Es ist kein Muss. Also die anderen Studenten kommen auch zurecht. Aber es ist ein Stückchen schwieriger, weniger unterstützt. Sie müssen dann mehr selber irgendwelche Installationen und so weiter hinkriegen. Also mit Windows fahren Sie eigentlich gut.
Also ich habe auch Erfahrung mit den Tablets, da würde ich auch ein Windows-Tablet empfehlen und kein Android. Aber ja, so für E-Books, also wir haben... Es wird hier einfach besser unterstützt, einfach von der ganzen Uni. Aber insgesamt. Mac ist auch möglich. Wie bitte? Mac ist auch möglich. Es ist möglich, aber sie tun sich ein Stückchen schwerer. Das weiß ich von Studenten. Nicht unmöglich, aber ein Stückchen schwerer. Also manche Zeichen muss man erst rausfinden, wie den auf dem Mac geht, wenn man programmiert. Und Installation ist manchmal ein bisschen hart, das hat auch jeder Student hingekriegt. Es ist jetzt nicht so, dass es ein absolut No-Go wäre. Prinzipiell schon. Also sag mal, gerade die Kombination, weiß ich, bin ich etwas überfragt. Da müssten Sie Leute aus dem Studienamt fragen. Wirtschaftsinformatik ist ja zulassungsbeschränkt, Wirtschaftsmathematik nicht. Das heißt, wenn Sie zuerst mal ein Semester Wirtschaftsmathe machen und dann sagen, ich mache jetzt Wirtschaftsinformatik, kann es sein, dass es an solchen Hürden scheitert. Fachlich ist es kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt dann rüber. Sie können weiter Fragen stellen. Also wir haben die Frau Sussmann, die Frau Schrott, den Herrn Bischof, den Herrn Wellisch, mich, den Herrn Wolf als Student und wir haben dann noch weitere drei Studenten. Sie erkennen uns immer an diesen Schildchen. Also derjenige, der ein Schild trägt, ist von hier und kennt sich aus. Und ansonsten folgen Sie der Meute.